Unser Servicepersonal steht von früh am Morgen bis nach Mitternacht im Einsatz. Um 6:30 fängt der Arbeitstag mit dem Einrichten des Frühstücksbuffets für die Hotelgäste an. Das Wetter bestimmt den Alltag auf dem Sentis und auf der Schwägalp. Wenn unterhalb von 1000 Meter der Nebel flächendeckend festsitzt und darüber die Sonne scheint, dann ziehen die Leute in die Berge. Das verlangt eine hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft von unserem Personal. Die Auslastung in den Betrieb ist aber nicht nur vom Wetter, sondern auch von den Veranstaltungen abhängig. Zu Spitzenzeiten können schon mal 25 bis 30 Servicemitarbeiter im Einsatz stehen. An vielen Tagen sind es aber auch nur 8 bis 10. Ein Ausflug auf die Schwägalp lohnt sich auch für die Romantiker. Im Winter können Sie einen romantischen Spaziergang auf dem Laternenweg geniessen und den Abend bei einem gemütlichen Fondue oder Raclette-Plausch im Gasthaus Passhöhe, im Hotel oder an der Bar ausklingen lassen.